So, also ihr hättet da eine wirklich schönere Schrift und könnt natürlich auch aus vielen Schriften auswählen, ne? Also Divi kommt mit sehr, sehr vielen Schriften. Und ihr habt auch die Möglichkeit, Google-Fonts zu integrieren bei Divi. Das heißt Divi, nicht Divi. Das hier sind also diese Blurbs, ne? In drei Spalten angeordnet. Auch das sehr schön. Ihr könnt wirklich Spalten machen, das heißt auf Englisch Columns. Ihr könnt drei Spalten, zwei Spalten, vier Spalten, fünf Spalten. Ihr habt alle Möglichkeiten, das anzuordnen, wie ihr möchtet. Ihr könnt eine Sidebar reinbringen. Also, ja, hier bleiben eigentlich kaum Wünsche offen. Vielleicht noch zeige ich euch noch die Landingpage. Das fragen sich auch immer viele, was ist das eigentlich? Also machen wir mal noch die Landingpage, einfach nur zum Angucken. Sagen wir noch Vorschau. Also hier eine Landingpage ist im Prinzip, man bewirbt ein Produkt, ein Video hat man da meistens drin, dann hat man vielleicht noch ein Newsletter drin. Also hier sehen wir nicht sehr viel in der Vorschau, weil wir eben keine Bilder hinterlegt haben dafür. Aber ich denke, vom Prinzip ist es klar geworden. Ihr habt hier die Layouts, egal ob ihr eine Seite erstellt, ob ihr einen neuen Beitrag erstellt, ihr geht auf Page Builder, ladet euch die Layouts hoch und schaut euch an, was können die alles, was ist eine Splash-Page. Auch gerade für die Shop-Ersteller ist es eine schöne Hilfe, wer seinen ersten Online-Shop erstellt, der kann sich hier wirklich Anregungen holen fürs Layout, wie gestalte ich was. Es arbeitet wunderschön mit WooCommerce zusammen. Also da habt ihr wirklich ein schönes Duo, was eben sehr kostengünstig ist. WooCommerce kostet gar nichts, das ist gratis, das Plugin. Und Divi finde ich es auch wirklich sehr, sehr günstig, ne? Also überhaupt diese ganzen Elegance-Themes sind sehr günstig. So, ja, also ich denke, soweit ist es klar geworden. Wir haben auch weiter keine großen Theme-Options, die wir einstellen müssen. Es gibt zwar welche unter Design-Themes, die sind aber wirklich, wir haben ja die Divi-Theme-Options, die sind aber wirklich, wenn ich einmal draufklicke, jetzt fragt er mich, weil ich es nicht gespeichert habe, sage ich ja, Seite verlassen. Ihr seht, die sind sehr übersichtlich. Früher war das sehr voll. Das heißt, ihr könnt hier noch euer Logo hochladen, euer Fav-Icon. Fav-Icon, das ist also dieses kleine Bild hier in der Adressleiste. Ja, dann habt ihr hier noch generelle Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel gerade diese Fix Navigation. Das ist auch eine ganz nette Sache. Vielleicht sieht man das gerade in der Vorschau. Das ist also die Fix Navigation. Das heißt, wenn ich auf einer Seite runter scrolle, ja, dann bleibt die oben fixiert. Ich finde das immer schön, ich mag das, ist aber Geschmackssache, ne? Und das sind also so generelle Einstellungsmöglichkeiten, die ihr auf den Divi Theme Options habt. Ihr könnt hier draufklicken. So, sagt der, klickt ihr das aus, dann ist es disabled, das heißt also nicht zur Verfügung. Geht ganz runter und sagt hier Save. So. Und dann war es das, wenn ihr das Ganze jetzt versucht, es mal zu aktualisieren. Schauen wir uns das mal an. Aber das sind diese einzigen General Options. Und jetzt seht ihr schon, die Navigation ist weg. Die ist hier oben. Wenn ich runterscroll, dann scrollt die einfach mit runter. Also das sind die einzigen General Einstellungen auf der Seite, die wir haben. Die unteren braucht ihr nicht mal alle. Wenn ihr eine ganz normale Webseite erstellt, ihr braucht das hier gar nicht einstellen. Das Einzige, was wirklich immer wichtig ist, ist euer Logo und euer Fav-Icon und hier vielleicht noch die Navigation Bar. Alles andere bezieht sich auf Blog-Layouts und andere Dinge, wenn ihr die gar nicht verwendet, sondern euch einfach hier Seiten erstellt und Beiträge und euer Menü hier ganz normal von Hand erstellt, dann interessiert euch auch der Rest hier nicht, ja? Also, die sind wirklich sehr übersichtlich hier gehalten. Also nicht so, wie man das von anderen Themes kennt, die solche Funktionen anbieten. Und das haben wir halt diesem wunderschönen Page Builder zu verdanken. Hier, ich gehe nochmal auf Seite erstellen. Dann haben wir hier den Page Builder. Da müsst ihr einmal draufklicken. Und dann kommt ihr eben von diesem normalen Editor zu diesem wirklich sehr, sehr praktischen Page Builder, der euch alle Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt. Ihr könnt wirklich überall auf jeder Seite ein Slider, eine Galerie einfügen, Testimonials, Pricing Tables, alles, ne? Das habt ihr jetzt gesehen. Also, mein Tipp, einfach mal ausprobieren, hier die Layouts hochladen und dann wirklich sich die einzelnen Module in der Vorschau angucken, damit ihr auch wirklich wisst, was ist das hier alles, ne? So, da könnt ihr neue dazufügen. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht, ja. Ich denke, damit solltet ihr zurechtkommen. Ansonsten ist es auch so, dass Elegant Themes einen sehr guten Support hat, mittlerweile sogar auf Deutsch. Das heißt, ihr könnt tatsächlich deutsche Fragen da stellen.
Auch das gibt es auch erst so seit 1,5 Jahren, aber sehr, sehr gut, finde ich. Und auch die arbeiten mit Videos. Wer also gerne Videos anschaut, also Tutorials, Divi kommt mit ganz vielen Videos, wo auch wirklich alle einzelnen Schritte vorgemacht werden, erklärt werden. Also hier kriegt man wirklich alles, was man braucht für relativ wenig Geld. So, also meine klare Empfehlung, Divi, ich verwende es selber. Es ist für Anfänger sehr gut zu gebrauchen, sehr schnell zu verstehen. Und es ist eben auch sehr modern und sehr zeitgemäß und natürlich auch responsive komplett. Das heißt, das Layout passt sich automatisch an portable Endgeräte an. Das heißt, ihr könnt das auf dem iPhone, ihr habt auf Tablets sofort die richtige Ansicht. Ja, und das ist heutzutage wirklich immer noch das Wichtigste bei einem Theme, dass es eben responsive ist, weil wir wirklich schon über 50% User teilweise, die mit Tablets auf Webseiten gehen, ne? Die sitzen einfach abends auf ihrem Sofa oder im Zug tagsüber, ne? Und oder eben auch mit den großen Smartphones und schauen sich die Webseiten an. Und da muss natürlich eine Webseite immer kompatibel sein oder auch ein Online-Shop. Der muss gut aussehen, wenn man da mit einem Handy drauf geht oder mit einem Tablet. Und das ist natürlich beim Divi auch hundertprozentig garantiert ein schönes responsive Layout. Also, gut, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, dazu sagen. Ich denke, es ist klar geworden, sollte es doch die eine oder andere Frage noch geben, könnt ihr mir natürlich auch jederzeit schreiben.